Hallo, servus bei Zuhause unterwegs, Heimat neu entdecken. Heute bin ich in der fränkischen Schweiz und ich möchte mir heute den Albgrat mal vornehmen. Ich selber bin hier noch nie gewesen, aber im Internet liest man die tollsten Beschreibungen. Da stehen Sachen wie alpine Wanderungen, leichter Klettersteig, atemberaubende Landschaft. Ja, und das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Drum schaue ich mir das Ganze jetzt einfach an und ich würde sagen, ihr bleibt dabei und kommt mit mir mit. Ja, vom Auto bis hierher waren es jetzt nur ein paar hundert Meter und hinter mir kommen jetzt die Felsen. Es ist wirklich beeindruckend, was sich hier für Felsenmassen auftürmen. Irgendwo da hinten ist der Einstieg, da geht es dann hoch auf den Albgrat und dann oben entlang über die Felsen. Ja, ich würde sagen, packen wir es einfach hoch. Ja, irgendwo hier durch dieses Labyrinth von Felsen führt der Weg. Den genauen Verlauf muss man sich selber suchen.
Erst hoch und steil, dann eng und schmal, aber richtig geil. Ja, richtig, richtig spektakulär. Und ich habe noch nicht mal die Hälfte des Grates hinter mir. Ja, jetzt ist es gerade wieder richtig spektakulär. So macht es richtig, richtig Spaß. Ja, da geht es leider nicht weiter. Schade. Ich habe irgendwo den Abzweig übersehen. Wahrscheinlich ein paar Meter weiter vorne, glaube ich, wäre es rechts runtergegangen. Ja, macht nichts. Dieser kleine Abstecher hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Jetzt aber zurück auf den richtigen Weg.
Ja, aber auch am richtigen Weg geht's richtig spektakulär weiter. Ja, nach dieser kleinen Pause auf etwa der Hälfte der Gratwanderung geht's jetzt wieder weiter. Dieses Felsentor markierte jetzt das Ende des Alpgrades. Ja, und somit ist die Hälfte der Wanderung geschafft. Denn man muss die Strecke ja auch wieder zurückgehen. Das könnte man jetzt entweder außenrum oder halt wieder die gleiche Strecke zurück. Ich werde auf jeden Fall wieder über den Alpgrad zurückgehen. Denn in die andere Richtung ist er mit Sicherheit genauso spektakulär. Und mit Sicherheit wieder komplett anders. Ja, kurz Fazit zu der Wanderung bis jetzt. Das Ganze waren jetzt nicht mal 2 Kilometer, laut Komoot 1,7. Ja, alpin war es auf jeden Fall. Ein Klettersteig war es definitiv nicht. Aber es war ein Steig, auf dem man klettern kann. Also ein Kraxelsteig, ein Kraxelweg. Mir hat das Ganze wirklich sehr, sehr gut gefallen. Eine richtig tolle Landschaft. Diese ganzen Felsen, moosbewachsen, immer schön im Wald gelegen. Ja, einfach nur traumhaft schön. Ich hoffe, euch hat es auch ein wenig gefallen und ihr habt ein bisschen was gesehen. Ja, Kanal abonnieren, Video liken, nicht vergessen. Und dann sieht man sie beim nächsten Mal wieder bei Zuhause unterwegs, Heimat neu entdecken. Bis dahin, Servus!